Die Reise durch das kleine Litauen, das voll von Freiheit, bezaubernden Aussichten und Geschmacksrichtungen ist, setzt sich hier fort, wo Wälder, Flüsse und Buchweizenfelder den Namen Sukija tragen. Bewahren wir das kulinarische Erbe der Sukija. Bei der Reise entlang der Wege des größten geschützten Territoriums in Litauen, des Nationalparks Sukija, starten Sie an den Flussbiegungen, wo es gut ist, an einem heißen Sommertag die Füße oder den ganzen Kopf in die herrliche Tiefe einzutauchen. In der mit Wäldern übersäten Sukija gibt es viele Geheimnisse. Eines von ihnen ist das Moor von Tschepkalie. Geht man mit dem Lehrpfad am Moor entlang, kann man die nicht von Menschenhand berührte Ruhe der Natur genießen. Obwohl die Böden der Sukija wenig ertragreich sind, verfügen die Wälder über einen Reichtum an Pilzen und Beeren. Man sagt, geübte Menschen der Sukija können 10 Kilogramm Pilze innerhalb von 3 Stunden sammeln. Nachdem sie mit einigen Körben voller Leckereien nach Hause zurückgekehrt sind, ist es Zeit, eine Schürze umzubinden. Traditionell wurde das Essen der Sukija in einem großen Ofen, in einem sogenannten Badges, gemacht. Er stand im Hauptraum des Hauses. Die Schwiegertöchter und andere Frauen machten die Arbeit am Ofen, wie es im restlichen Teil Litauens üblich war. Buchweizen nimmt einen besonderen Platz in der Liste des kulinarischen Erbes der Sukija ein. Buchweizenbabkes oder Buchweizenpfannkuchen werden nach einem Rezept gemacht, das nur den Menschen der Sukija bekannt ist. Die Menschen der Sukija, die im Südosten Litauens schon lange wohnen und stetig singen, nehmen jeden Gast wie einen Angehörigen auf. Gerade gebackene Schwilpekei, das tatarische Erbe Kebenei und süßer Schimtalapes oder Kartoffelbrot für das Sonntagsfrühstück sind in der Sukija griffbereit. Wenn ein Mensch satt ist und mit den Menschen der Sukija gesungen hat, ist er glücklich. Ob allein oder zusammen mit der ganzen Familie oder einer lustigen Freundesgruppe, fahr hin, probiere und genieße die Sukija.